Skoda hat unter der Führung von Winfried Fahland das Image einer grauen Maus abgelegt. Die Marke mit dem geflügelten Pfeil hat mit ansprechenden Designs im vergangenen Jahr erstmals mehr als 1 Million Autos verkauft. Winfried Fahland, hier bei einem früheren Interview mit der Deutschen Welle, sollte nun eigentlich das US-Geschäft für den Mutterkonzern wieder auf die richtige Spur bringen. Schließlich gilt er als Mann, der schwierige Aufgaben meistern kann. Er sollte dorthin, wo der Skandal um manipulierte Dieselemissionswerte im September seinen Anfang nahm und wo milliardenschwere Strafzahlungen und Sammelklagen von Kunden drohen. Doch das war wohl nun selbst dem erfolgreichen VW-Veteranen zu viel. Unterdessen heißt es in Medienberichten, dass weit mehr VW-Manager an den Manipulationen beteiligt waren, als der Konzern behauptet. Kenner des Wolfsburger Autobauers sprechen von mindestens 30 Personen. Volkswagen dementiert und sagt, diese Zahl hätte nichts mit der Realität zu tun.